Danke für die Saison und danke für die letzten 13 Jahre. Und ich kann euch nur sagen, auch wenn euch mal alles beschissen scheint, wir singen weitergehen, hoffentlich. Und ich hoffe, wir sehen uns in Deutschland oder Österreich oder in Europa. Sehr emotionale Worte auf der Bierkönig-Bühne von Mia Julia anlässlich des letzten Auftrittes der Königin von Mallorca in der Saison 2024. Was es damit auf sich hat, jetzt in das 17. Bundesland. Das 17. Bundesland. Wir haben den Ballermann 6. Ich liebe die Ofen. Der Mallorca-Podcast mit Ingo Wohlfeil und Stefan Netzeband. Da sind wir, Ingo. Hallo. Was machen wir heute? Ich habe noch geguckt, Mail oder WhatsApp oder so, aber wir... Ne. Ich war dazu auch gestern Nacht schlicht nicht mehr in der Lage, dir etwas zu schreiben. Ich möchte dir mal vom Ende meines... Ich bin da auch ganz dankbar, glaube ich übrigens. Ich torkelte irgendwann so gegen 4 Uhr morgens aus dem Bierkönig, wo ich einen wirklich sehr schönen Abend verbracht habe. Es regnete in Strömen und ich dachte mir, ich rüste mich für den Nachhauseweg noch mit einer Currywurst. Und kaum hatte ich sie in der Hand, der Boden war so rutschig, flog ich um, genau auf meinen Steiß. Die Currywurst flog in die Luft und traf zielsicher mein komplettes Hemd. Und dann habe ich den Mann hinter der Wurstbude gefragt, ob ich vielleicht eine neue haben könnte. Daraufhin wurde ich mit der Currywurstkelle geschlagen. Das war mein Ende und mir tut der Steiß unfassbar weh. Also das lag tatsächlich nicht an Alkohol, sondern der Boden war wahnsinnig rutschig. Ja, also du bist, wenn man so will... ging's um die Wurst und du bist buchstäblich am Arsch. Jetzt? Ja, vor allen Dingen hast du so dieses schöne weiße Hemd, was dann danach war, kein weiterer Abend mehr möglich. Sondern da musste ich wie ein begossener Pudel nach Hause gehen. Also Ingo, das ist sehr launig. Ich versuche jetzt mal wenigstens akustisch ein bisschen Struktur für die Hörer hier reinzubringen, weil vielleicht nicht jeder weiß, dass die Closings waren und wir unsere Ausgabe auf heute verschoben haben, damit du dich regenerieren kannst. Optisch gesehen ist das, sagen wir mal, zu 17% gelungen. Wir wollen das Ganze ein bisschen rekapitulieren, Eindrücke sammeln, wenn es geht, lustige Geschichten. Und ich lasse mich überraschen, was du sonst noch vorbereitet hast Richtung Saisonende in Sicht, Verlierer oder dergleichen. Aber das können wir ja noch sprechen. Wir haben, das mit den Verlierern würde ich tatsächlich gerne nochmal um ein paar Tage schieben mit dir, weil wir heute ein tolles Interview haben mit Lorenz Büffel, der viele Pläne hat. Zum einen wartet er quasi minütlich darauf, dass er einen Sohn bekommt. Seine Frau Emily ist wirklich hochschwanger und jetzt zur Aufzeichnung dieses Podcastes ist auch so der Punkt, wo es eigentlich kommen sollte. Ein Sohn wird es, der zweite Sohn von Lorenz Büffel. Der wird nebenbei noch Barbesitzer und will auch ein Hotel hier auf der Insel eröffnen. Der Sohn, also unter dem Motto, das wird alles mal dir gehören. Ja, richtig, genau. Und man hat wirklich ein schönes Interview mit Lorenz Büffel gehalten. Da würden die Verlierer jetzt irgendwie tatsächlich gar nicht so richtig den Platz finden. Einverstanden. Und ich habe so viel Content produziert, lieber Stefan. Ich habe noch ein Interview mit Tim Toupet, mit allen drei Zipfelbuben geführt, die ja nicht mehr zusammenarbeiten. Und ich habe den Wackenchef Holger Hübner getroffen, der ein großes Faible für Mallorca hat und darüber geht's auch. Also das sind die Interviews, die wir in den nächsten Tagen tatsächlich noch hier abfeuern können und allesamt sehr, sehr schön sind. Aber kommen wir mal zum Closing. Also das war zeitgleich im Bierkönig im Megapark. Hatte das Gefühl, es war nicht ganz so voll wie in den letzten 2 Jahren zum Closing, was auch mit den Preisen zu tun hatte. Also wer jetzt spontan aus Mallorca weg will, zahlt so um die 500 € pro Flug.
Und die letzten günstigen Flüge gab es tatsächlich am Sonntagmorgen um 7 Uhr. Da sind hier auch ganze Bataillone abgereist, weil danach es einfach nicht mehr zu bezahlen ist. Auch Hotels nicht mehr so ganz moderat von den Preisen. Die Alkoholpreise ja eh recht hoch. Deswegen, glaube ich, haben so ein paar tausend Leute sich die Anreise gespart. Es war aber trotzdem in den großen Läden Bierkönig und Megapark von morgens bis abends picke, packe, voll. Da wurde nicht mehr die Kapazitätenbemessungsgrenze eingehalten, sondern da wurde jeder reingestopft, der rein wollte. Aber das tat der Atmosphäre tatsächlich auch keinen großen Abbruch. Prominente jenseits der Sänger haben wir auch gesehen. Bill Kaulitz war wieder hier. Hm. Und in Erinnerung geblieben mit seiner Performance ist Elton, der versucht hat, am Freitag der Fetenvollste im Bierkönig zu werden. Der hat dann tatsächlich bei dem Auftritt von Mary Stage Diving gemacht und wurde dann tatsächlich durch das Publikum gereicht. Und das Ende seines Abends läutete er ein in der Rutschbahn und da muss es wohl noch zu einer sehr unschönen Szene gekommen sein. Mary und Elton wollten zusammen die Rutsche rutschen und das hat dem Besitzer der Rutschbahn überhaupt nicht gepasst, dass man die Rutsche benutzt zu zweit und er ist beide extremst rabiat angegangen und das war, also Mary hat sogar geweint danach, weil es so heftig war und die Rutschbahn hat in dieser gesamten Saison einfach eine beschissene Performance hingelegt, muss man mal sagen und das liegt tatsächlich am Personal. Leute, die drin waren, zum Closing sagten sie, hätten regelrecht Angst gehabt vor dem Personal, was hoch aggressiv war. Und das spiegelte sich dann auch in der Musik wieder. Die Rutschbahn ist bekannt für Partyschlager, Schlager und Disco Fox. Und da wurde dann irgendwann Messerstecherei, ich glaube von Apache, um 5 Uhr morgens gespielt und die Besucher dort zusätzlich verwirrt. Also Marcus Aurelius sagte, man hätte ihm da 200 Euro abgezogen. Andere Leute berichten von sehr aggressivem Türsteher und Barpersonal. Also das war eine richtig miese Nummer, die Rutschbahn in diesem Jahr hingelegt hat. Also wir haben ja früher immer über Türstehergewalt berichtet aus dem Bierkönig, wahlweise Megapark, Bamboleo. In diesem Jahr Bamboleo, ja. Die Rutschbahn ganz weit vorne, also das Bedürfnis, da reinzugehen, habe ich tatsächlich nicht mehr, weil auch immer wieder im Laufe der Saison geschildert wurde, wie Gäste dort abgezogen werden. Sprich, ein Gast soll ein Glas beschädigt haben, dann geht's auf einmal Backstage, da wird man eingeschlossen und dann nimmt der Türsteher einem das Portemonnaie aus der Hose und zieht sich da Geld raus, also was den Schaden dann wieder gut macht. Und das sind echt, ich weiß nicht, da muss man nicht reingehen. Die älteste Disco hier vor Ort, toller Traditionsladen, unglaublich schrammelig, aber was da gerade passiert, das ist tatsächlich unwürdig. In restlichen Läden muss man tatsächlich zu diesem Closing einfach ein Kompliment machen. Das war sauber, das war professionell und das war wirklich spitze, was da hingelegt worden ist. Aber so die Elton-Nummer und die Rutschbahn-Nummer, die bleibt jetzt so in Erinnerung, ebenso wie die letzten Worte von Mia Julia, ja, die wir ja gerade gespielt haben. Das wollte ich gerade sagen, da bin ich jetzt natürlich auch gespannt. Also Mia Julia zieht sich ja auch schon durch diesen gesamten Podcast und durch die gesamte Saison mit dem Gerücht, sie würde in der kommenden Saison im Megapark auftreten. Das geht ja eigentlich gar nicht, weil es ja hier die Ballermann-Gesetze geben, die sowas ausschließen. Aber Bartolomé Korsak, der Chef vom Megapark, hat sich im letzten Jahr in den Kopf gesetzt, ich will Mia Julia. Dann hat sich sein Booker so dermaßen darüber gefreut, dass das offenbar geklappt hat mit einem Vertrag mit Mia Julia, dass das der ganzen Welt erzählt hat und damit gegen eine Geheimhaltungsklausel in dem Vertrag verstoßen wurde. Kann man ja verstehen, dass man da sehr euphorisch ist, aber ist dann auch doof, wenn die Konkurrenz von den Läden... Das ist ein bisschen wie so ein Hund, der sich einmacht, wenn jemand lange nicht da war. Ne? Ganz niedlich eigentlich. Ja. So, das Ganze kam raus im Laufe der Saison und seitdem beginnt tatsächlich so ein Rätselraten. Und ganz spannend, eigentlich hat fast jeder Künstler in dieser Saison von seinem angestammten Club einen 3-Jahres-Vertrag bekommen. Also das ist einfach mal so eine Präventionsmaßnahme von Megapark und Bierkönig, damit die
besten Künstler nicht flügge werden. Also wir standen hier so kurz vor einem Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, ausgelöst durch einen möglichen Wechsel von Mia Julia in den Megapark. Aber jetzt ist aus dem Megapark Folgendes zu hören. Bartholomä Kursack, mehrere Quellen, soll gesagt haben, wir hatten die beste Saison aller Zeiten, die umsatzstärkste Saison aller Zeiten ohne Mia Julia. Brauchen wir eigentlich noch Mia Julia? Ich finde nicht, sagt das Ganze ab. So, das ist der Stand, den ich so jetzt gehört habe. Und das ist unglaublich unangenehm für Mia Julia. Natürlich, ne? Und die stand gestern auf der Bühne und hat nochmal einen hochemotionalen letzten Auftritt hingelegt. Ich meine, Mia ist sehr nah am Wasser gebaut, die weint häufiger mal. Aber gestern hatte man so ein bisschen das Gefühl, das war's mit ihr und dem Bierkönig. Also, da wird wohl auch miteinander geredet, aber bisher ergebnislos. Wir wissen nicht, wie ist das jetzt eigentlich mit dem Megapark. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Mia Julia sich entscheiden wird, in der nächsten Saison einfach mal Urlaub zu machen oder gar nichts hier auf Mallorca. Also das wird sich alles noch so ein bisschen über den Winter ziehen, das Rätselraten um den Verbleib von Mia Julia, und ist ja eigentlich auch so eine schöne Geschichte, mit der man hier gut über den Winter kommt. Ne? Klappt's nicht? Wo wird sie nächstes Jahr auftreten? Aber dieses, was Kursack da gesagt hat, brauchen wir sie wirklich fürs nächste Jahr? Mia singt seit 13 Jahren im Bierkönig. Gratis. Da darf jeder umsonst rein. Ich denke mal, so 2 Millionen Menschen werden sie dort in den letzten 11 Jahren gesehen haben. Würden diese Menschen tatsächlich 25 respektive 50 Euro zahlen für einen Künstler, der bisher immer gratis unterwegs war? Und das ist eine Wette. Join Streaming und Live-TV kostenlos auf einer Plattform. Hier findest du das Beste aus Show, Reality, Comedy und das größte kostenlose TV-Angebot Deutschlands mit über 100 Sendern wie ProSieben, Sat.1, ARD und ZDF im Live-TV. Streame Shows wie Wer steht mir die Show, The Voice of Germany, Promi Big Brother oder Originals wie Worldwide Wohnzimmer oder The Race. Jederzeit und kostenlos. Nur auf Join. Und ich weiß nicht, ob die gut für den Megapark ausgeht. Ich hätte das ja eigentlich ganz gut gefunden, wenn hier so richtig Bewegung reingekommen ist. Aber ich glaube, letztendlich bleibt alles so, wie es ist. Ob nun mit Mia Julia im Bierkönig oder ohne, aber ich glaube, in den Megapark wird sie nicht gehen. Es gab ja auch die Gerüchte von Julian Sommer und Francie Blitz, aber die haben mittlerweile nochmal ihre Treue gegenüber dem Bierkönig bekundet. Es bleibt also alles beim Alten. Das ist so meine Vermutung über das, was da uns in der nächsten Saison erwarten wird. Das sind so die Top-Wechselgerüchte aus Ingos kleinem Kosmos. Andere bei uns, bei Axel Springer am 8. Stock rätseln, geht einer vom FC Bayern nach Dortmund. Und das sind die Varianten da. Das ist im Übrigen, ich versuche das immer schmunzelnd rüberzubringen, weil es ist trotzdem, es sind immer sehr spannende menschliche Geschichten. Auch wenn sie manchmal aus der Ferne für Leute, die da nicht ganz drin stecken, vielleicht so ein bisschen abseitig erscheinen. Zumal Mia Julia, die du ja, ich sag mal, menschlich und journalistisch auch lange begleitet, das ist ja auch ein spannender Mensch, ne? Also die Absolut. War Erotikdarstellerin vorher, die hat sich quasi einmal komplett neu erfunden und trotzdem auch immer Teile, sagen wir mal, ihrer verschiedenen Skills, sagt man ja heute in Neudeutsch, zum Teil auch mit auf die Bühne genommen, auch ein erotisches Knistern ja auch Teil der Performance. Und das ist schon interessant, auch im Übrigen aber zu sehen, mein lieber Freund, auch wie die Zeit an uns allen vorbeizieht, dass das alles schon wieder 13 Jahre her ist. Ist natürlich auch verrückt. Also du wirst uns da auf dem Laufenden halten. Ja? Noch länger. Ich habe die 2009 das erste Mal auf der Venus getroffen. Ja. Und da stand ich mit dem damaligen Pressesprecher, ich glaube von Magma Film. Und er sagte da, Ingo, du musst jetzt gleich mit deiner Kamera dringend draufhalten, da kommt unser neuer Superstar. Mhm. Und dann kamen zwei Blondinen auf die Bühne. Und die haben eine Performance geliefert, die absolut nicht sendefähig war. Das war alles, sagen wir, FSK 23. Und ich sagte dann zu dem Pressesprecher, Thorsten Wilms hieß der, also die eine da,
die hat echt eine Menge Charisma. Und ich glaube, die wird wirklich ein Superstar. Und dann sagte er, nee, unser neuer Superstar ist die andere. Das war tatsächlich Lena Nitro, hieß sie. Die da, ich weiß nicht, ob du dich auch noch an diesen Namen erinnerst. Das ist aus der gleichen Zeit, Ingo, als du mit Namen wie Aische Pervers irgendwie angekommen bist. Also Mia Magma damals noch und Lena Nitro performten so dermaßen Hardcore. Und eine ist tatsächlich ein Superstar geworden und die andere ist dann halt noch so im Schmuddelsegment weiterhin vollständig. Weißt du was? Unterwegs. Letztens war eine Kollegin bei irgendeinem Event, an sich schon interessant. Ich kriege das gar nicht mehr genau zusammen. Ich glaube, es war in irgendeinem Swinger-Kontext. Und dann sagte sie mir, ja, und da war einer, der nannte sich Porno-Klaus. Und ich so, ja, natürlich. In den Urzeiten erinnere ich, liebe Hörer, da ist der Ingo mal zum Gendarmenmarkt gezogen mit einem kleinen Kamerateam, weil die PR, die sich Porno-Klaus ausgedacht hatte, war, dass man ihm mit Dartpfeilen auf den Hintern zielen darf. So ist der Mann, ich will nicht sagen groß geworden, aber er hat es versucht. Er nennt mich auch immer noch seinen Entdecker. Ich weiß noch nicht ganz genau, ob ich darauf wirklich stolz bin. Und er ist auch immer noch präsent, muss man sagen. Er tritt hier nämlich ab und zu mal in der MK-Arena auf mit diversen Songs. An einen kann ich mich von vor 15 Jahren noch erinnern. Hey, ich bin Klaus, sehe verdammt gut aus. Mhm. So. Also, damit begeistert er auch regelmäßig so 12 Zuschauer, würde ich mal sagen, die den Weg in die MK-Arena gefunden haben. Ja, so. Jetzt sind wir völlig vom Weg abgekommen, Frage ist, lag am Wegesrand überhaupt noch etwas? Ja, wichtig ist zu erwähnen, dass am 18. November Stefan Netzeband das erste Mal die Insel betreten wird. Oh mein Gott. Und wir 4 tolle Tage außerhalb der Saison hier miteinander verbringen. Und da bin ich gerade in der Planung und ich weiß echt nicht, was uns da erwartet. Werde ich zum Wandern genötigt? Muss ich die Angel von meinem Balkon holen und mit dir Fische fangen? Oder gehen wir einfach mal einen trinken? So irgendwo dazwischen, all dieweil. Ich habe übrigens sehr günstig gebucht. Ich habe nicht mal Gepäck. Ich komme also fast nackt. Ja, also vielleicht mit so ein bisschen Wechselsachen, aber großes Angelgeschirr kann ich zum Beispiel gar nicht mitbringen. Mhm. Liebe Hörer, natürlich werden wir euch dran teilhaben lassen, was da passiert. Und wenn wir ehrlich sind, wir wissen es tatsächlich selber noch nicht so genau. Mhm. So, jetzt müssen wir mal so langsam die Saison beschließen. Das war gestern quasi so der große Höhepunkt am Sonntag im Megapark in der MK-Arena im Oberbayern und habe ich das vergessen? Bierkönig. Und weil die Saison so erfolgreich war, wird der Megapark sogar noch in dem November, in den ersten 2 Novembertagen noch offen haben. Es wird am 31.10. eine Halloween-Party geben und 1.2. kracht's nochmal mit Künstlern, die eifrig zusammengecastet werden. Und dann ist die Saison hier wirklich vorbei. Und das bedeutet wirklich, ja, Arenal, Santa Ponsa, wo ich mich so aufhalte, das werden wirklich fast so Geisterstädte, ne? Mhm. Und die Mallorquiner sind alle, die können ihr Glück nicht fassen, dass die Saison noch 2-3 Tage alt ist. Die gehen alle in die Arbeitslosigkeit. Das ist hier so tatsächlich die Tradition. Die schuften 8 Monate am Stück, teilweise ohne einen Tag frei. Und dann kommt der November und dann gehen sie stempeln. Und so verbringen sie dann ihren Winter, bis es dann wieder losgeht. Und mal vielleicht so ein Blick auf die kommende Saison. In diesem Jahr war Ostern ja sehr früh, nämlich Ende März. Im nächsten Jahr wird Ostern sehr spät sein, 20. April. Und das heißt, die Saison wird tatsächlich so, vermuten hier viele, 3 Wochen später losgehen. Und das heißt, du wirst, glaube ich, nicht mehr die Rekorde hier einfahren, allein schon durch dieses Datum, dadurch, dass man überlegt, die Ökosteuer zu erhöhen, dadurch, dass die Flugpreise immer teurer werden. Das sind alles so Variablen, die auf eine ungewisse Saison schließen lassen, was das nächste Jahr angeht. Das werden wir dann sehen. Wir sind erstmal gespannt, ich sag mal, auf die Geisteratmo, die du mir da ja auch für meinen Besuch in Aussicht gestellt hast. Und jetzt kommen wir zum versprochenen Interview der Woche. Wir haben es ja im Prinzip schon angekündigt und deshalb würde ich sagen, Band ab. Das Interview der Woche. Zwischen Tür und Angel
hat er es geschafft. Zwischen Kindergarten und Klinikum hat er Zeit für mich gefunden. Lorenz Büffel, heute Morgen erstmal Kind in die Kita gebracht. Ja. Und dann die Frau im Krankenhaus besucht. Und jetzt eröffnest du mir einen kleinen Lebenstraum. Plus, wir sitzen an einem Ort, Freunde, bei Tuta, hier beim Fisch um die Ecke, direkt am Meer. Ich mit Ingo Wohlfahrt, mit The Voice, der Bildzeitung. Und eigentlich müsstest du, das wollte ich dir eingangs sagen, das habe ich mir vorgenommen, du musst einen Hollywood-Schauspieler synchronisieren, weil du für mich die geilste Stimme im Internet hast. So fängt man ein Interview mit mir natürlich am besten an. Ja! Ich habe tatsächlich mal als 20-Jähriger versucht zu synchronisieren in der deutschen Synchron-Oberlandstraße Berlin und nach zwei Sätzen, da sollte ich einen Radiomoderator synchronisieren, kam der Regisseur ein, drückte mir die Hand und sagte, da hinten kriegst du trotzdem Geld. Und damit war meine Synchron-Karriere tatsächlich beendet. Aber ich meine, ich sitze auf Mallorca, ich sitze hier neben einer, auch schon mittlerweile eine Ballermann-Legende. Mit schwanger hoch 10 hier. Und, ja. Genau, und deswegen warst du auch in der Klinik. Deine Frau Emily erwartet den zweiten Sohn. Und du hast es gibt so viele Themen und du hast es trotzdem mit ihr geschafft auf die Silberhochzeit von Mickey Krause im Tabana. Da war, was ich ja richtig schön finde, andere Künstler vermarkten das, ne? Hans Fernsehen, Klammer auf, Lorenz Büffel. Mickey Krause hat das nicht gemacht. Ne? Nein, und das fand ich so, also erstmal Dankeschön, Emily, dass du es geschafft hast, wenn du das jetzt dann hörst, wenn wir es zusammen anhören, diesem wundervollen Podcast. Danke, Emily, dass wir es geschafft haben, weil es wirklich in dem Fall eine Herzensangelegenheit war. Mickey hat das wirklich komplett privat gehalten. Und ab dem Zeitpunkt, und das ist das Einzige, was ich wirklich sagen möchte, als die Familie ihm gratuliert hat, und da spreche ich über die Töchter, vor allem, ich habe geweint, Emily hat geweint. Das war so ein schöner Moment und so eine geile private Feier. Das hätte ich nicht gedacht und jetzt kenne ich Mickey, meine jetzt bald 19 Jahre auf Mallorca, für mich immer Galionsfigur, Vorbild, in dem Fall auch in diesem Jahr haben wir einen Song zusammen, Bock auf Bier, Mentor, weil ich auch zum ersten Mal mit Mickey jetzt auch im Studio war und gemerkt habe, dass ein Mickey Krause ist. Wenn er ins Studio geht, halten alle den Mund, er singt und meistens ist es nach einer Rutsche eingesungen, also auch gesangstechnisch eine fucking Legende, aber was da im Tabana los war, dass wir dabei sein durften, habe ich ihm unter Tränen gesagt und Mickey, ich sag's jetzt einmal so raus, auch mit deiner Ute zusammen, was seid ihr für ein geiles Ehepärchen, was seid ihr für geile Eltern, weil eure Kids haben euch das wirklich gesagt und muchas gracias, dass wir dabei sein durften. Ich bekomme ja jetzt fast selber Tränen in die Augen. Nein, wirklich, das war so, genau so. So beschreibst, es ist ja unglaublich, dass so ein Ballermann-Sänger so brutal bodenständig ist. 25 Jahre verheiratet. Ja. Wahnsinn. Hammer. Also herzlichen Glückwunsch. Du bist seit wie vielen Jahren jetzt verheiratet? 5 Jahre. Das ist ja auch schon eine ordentliche Leistung. Und das krönt ihr jetzt, euer 5-jähriges mit einem zweiten Sohn. Wann ist es denn soweit? Eigentlich waren wir schon eine Woche zuvor jetzt. War schon mal Alarma. Mit wem? Emily, tut mir halt so leid, weil 40 Grad und das Kind, der will raus. Aber dann doch nicht. Dann will er raus, dann doch nicht. Da war er im Krankenhaus, jetzt wieder zurück. Also nächste Woche ist es soweit, muss es soweit sein, rein rechnerisch. Aber es kann auch jede Minute soweit sein, deswegen habe ich das Handy immer hier fest im Griff, links und gucke auch immer, wenn Emily draufsteht, gehe ich sofort ran. Habe auch jetzt fürs Wochenende alle Jobs abgesagt, Closing ziehen wir durch. Außer er kommt genau dann bin ich auch weg und kommt vielleicht dann später nochmal nach. Der Megapark weiß Bescheid, es ist alles auf Alarmstufe Rot. Wow, ich wünsche euch viel Glück. Dankeschön. Und ich hoffe, dass meine Tochter dann weiter in Zukunft mit deinen Kindern, spielen kann, wenn sie hier mal auf Mallorca ist. Das war eine, glaube ich, ganz bemerkenswerte Saison für dich in diesem Jahr. Zwar nicht, sagen wir mal, der Ballermann-Hit des Jahres, aber einer der. Mit Midnight Lady fing die Saison an. Ich habe dich beim Opening gesehen und so habe ich dich, das habe ich glaube ich auch damals im Podcast gesehen, du warst eine Urgewalt auf der Bühne. Oh. Wie fühlst du dich jetzt nach 81 Auftritten? Oder 87 und ich habe es jetzt wirklich durchgezählt. Bemerkenswerte Saison, weil ich mich erstmal jetzt, ich habe die Möglichkeit mich jetzt zu bedanken bei allen Ballerinen, also ein paar Männern, die den Ballermann
besucht hatten und es noch tun bis Ende Oktober, Anfang November. Es weiter tun dann, es gibt ja noch den Bierkönig und noch viele andere Sachen, die weiter offen haben das ganze Jahr, die das Leben verfeiert haben. Und viele dachten ja, nach Corona ist jetzt Schluss und danach, das Jahr wird ein Einbruch kommen. Viele haben dieses Jahr nochmal Vollgas gegeben und gesagt haben, ich will leben, ich baue mein Haus erstmal nicht um, ich baue meine Fenster erstmal ein Jahr später ein und haben Urlaub gefeiert. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Und ich bedanke mich wirklich, auch mit Midnight Lady, dass jetzt von den Klickzahlen her, jetzt, wenn man sich in dieses Ranking reinlässt, wo ich mich nicht reingelassen habe, ich habe mich wirklich nicht reingelassen, weil ich mir einfach denke, es ist so viel musikalisch passiert, so viele Songs sind gekommen, so viele gute Songs sind gekommen, die gefeiert wurden ohne Ende. Und es ist ja eine musikalische Saison aller Zeiten, vermutlich mit diesen über 1000 Songs, die am Start waren, waren auch wirklich viele Hits dabei. Die DJs haben natürlich das Problem, wann höre ich mich da rein, wann kann ich die alle mal spielen, aber es sind auch wirklich viele gute Songs einfach gespielt worden, verfeiert worden, alte Songs sind dabei, also musikalisch gesehen für uns eine Top-Saison, Midnight Lady mit Knossi, mit Jens zusammen, meines Erachtens der Liebeshit des Jahres und wurde auch gefeiert, gerade jetzt im September, im Oktober merkst du, Spielalter 18 Abitur feiert mit unseren alten Stammgästen, die ich habe, mit Ü 80 aufwärts, tanzt dann Disco Fox, das ist doch das Beste, was dir passieren kann, wenn junge Menschen mit alten Menschen hier auf der Insel einfach ihr Leben feiern. Deswegen alles herausragend und ein großes Dankeschön da draußen, die alle hier Urlaub machen und unseren Mein Schwachsinn so feiern. Dann hast du in dieser Saison einen ganz besonderen Anruf bekommen, mit dem du niemals gerechnet hast. Um was für einen Anruf handelte es sich? Heinz Strunk, Endstation. Schriftsteller, Schauspieler, Endstation Ballermann. Der krasseste, investigativste Kabarettist, wie man den überhaupt beschreiben soll, weiß ich nicht, ruft, schreibt mich bei Instagram an, Endstation Schinkenstraße, habe ich gesucht, hat zweimal hintereinander geguckt, Emily auch geguckt. Ich fand das ja großartig, wenn so etwas Geiles produziert wird. Ich weiß nicht, wie die Kritiken generell waren. Ich fand's geil. Ich habe mich da als Stimmungssänger sehr oft gefunden und fand, wie er auch sagte, er liebt dieses Soziopath Ballermann sehr hart. Und ich habe es gesuchtet, wirklich weggesuchtet von der ersten Sekunde an. Dann schrieb er mir und dann dachte ich, es ist eine Fake-Seite. Ich schreibe zurück, dann schrieb er wieder zurück und dann meinte er, Mensch, ich habe euch immer bei Goodbye und so weiter und so fort. Und dann sage ich zu Emily, der verarscht uns. Warum ein Heinz Strunk, der wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie im Schauspielhaus Hamburg abhängt und dann irgendwelche Texte lernt, wird sich Goodbye angucken. Dann, Nummern ausgetauscht, ruft Heinz Strunk an und wir telefonieren. Ich weiß noch, beim Kinderarzt. Emily-Untersuchung, Leo gerade beim Arztrecht sagte, ich habe alles gesehen, die Hochzeit, das alles, ich war dabei, ich feiere das und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir, Heinz, ich flippe aus, ich feiere dich halt ohne Ende, ich kenne alle fast deine krassen Filme, die du hattest, aber alles, was du einfach auch so machst, ist halt einfach auch so wirklich anders, also ganz anders als das, was hier passiert. Und dann haben wir gequatscht und gequatscht und gequatscht und dann sage ich, du musst hier auf die Bühne. Und dann sagt er, boah, lass uns das machen. Ich schicke dir alle meine Songs vom Soundtrack und dann machen wir den. Und dann war ich auch wirklich im Studio auf Mallorca, habe einen seiner Songs breit in 100 Sekunden aufgenommen. Aber dann ist der Mann natürlich auch nur unterwegs. Ich auch nur unterwegs. Und wir haben es dann doch nicht hinbekommen, dass er einmal zumindest auf die Bühne mitkam und diesen Song performt hat. Vielleicht schaffen wir es nächstes Jahr. Deswegen gehen hier die Grüße an Heinz Strunk, The Legend. Unfassbar, hat mit mir telefoniert, ich mit ihm telefoniert. Ich habe ihn leider persönlich noch nie getroffen. Ich habe ihn einmal in Hamburg mal bei einer Show gesehen von ihm, also ich von weitem, ihn vorne sehen dürfen. Aber ich hoffe, nächstes Jahr kommt er rum und wir machen einen neuen Ballermann-Song zusammen. Also wieso hat er dich jetzt eigentlich genau angerufen? Weil ich ihm natürlich dann zurückgeschrieben hatte, Mensch, Endstation Schinkenstraße, ihr müsst da mehr machen. Das sind doch geile Songs. Die müssen halt einfach von Extreme Sounds in Köln, müssen die halt neu aufgelegt werden. Da fehlt der Bums ein bisschen. Aber das sind doch geile Ideen. Und dann haben wir im Auto auch immer zwei Songs abwechselnd gehört. Dieses Breit in 100 Sekunden von Heinz Strunk und der andere war Micky Krause, Kleines Häuschen. Das ist so ein Song, den Micky nirgendwo macht. Deine Freundin hat ein kleines Häuschen. So ein geiler Song auch von Micky, der würde auch in den Soundtrack reinpassen. Und den hören Schwagi und ich immer abwechselnd, weil wir den einfach geil finden. Und dann habe ich ihm gesagt, den musst du machen.
gar nicht mit mir. Ich sag, den musst du aber machen und auf die Megapark-Bühne, dass Heinz Strunk auf die Bühne kommt im Megapark. Moment, ich habe da mal eine Nachfrage. Also Heinz Strunk ruft dich ja nicht an, damit du ihm Tipps gibst, oder? Ja, doch. Heinz meinte, Mensch, da könnten wir doch, wie siehst du das? Und wenn du das als Stimmungssänger die Sendung auch geil fandest, dann hatte ich kurz auch noch mit seinem Produzenten der Sendung auch nochmal geschrieben, sage ich, Mensch, ich gebe euch nochmal ein Feedback. Ich als Stimmungssänger habe mich wirklich sehr oft gefunden in diesen geilen Gags, die ihr da so hattet. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht, auf dem zweiten Hauptdarsteller, der hier bei den Discountern auch den Chef spielt. Marc Hosemann. Großartig. Also wirklich gut. Und auch der Anfang mit Charlie Hübner. Was war da denn los? Ein Feuerwerk. Dann hier Olli mit Böhmermann, den Podcast macht. Der war doch auch dabei. Olli Schmidt. Schulz. Auch großartig. Der hat doch hier den Feschi gespielt. Der hat doch den Technikchef der Disco von Endstation gespielt. Also alles zusammen. Lustig, großartig. Also womöglich Heinz Strunk und Lorenz Büffel nächstes Jahr auf der Bühne. Ich hoffe es so. Ich werde alles geben jetzt im Winter. Womöglich, ich bin mir nicht sicher, ob das nächstes Jahr schon ist, sieht man dich auch hinterm Zapf fahren? Das könnte passieren. Und es liegt wirklich, ich habe mich jetzt so lange zurückgehalten, weil ja so viele andere großartige Geschichten rund um den Ballermann passieren. Aber ich bin dran. Mit wirklich sehr, sehr guten Freunden von uns auf Mallorca. Ich sag den Namen noch nicht, weil es noch nicht 100% fix ist, aber es ist 99,9% fix. Sie führen auch ein Hostel. Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Nein, ich sag aber, wir sagen den Namen noch nicht. Das aber klingt doch so nach Marco. Jetzt kommen wir es auch raus. Es ist die Familie Köpen. Wir wollen mit der Familie Köpen zusammen, weil auch Emily mit Tamara wirklich mehr als Best Friends sind. Einfach eine Kneipe öffnen. Und das ist ja schon lange mein Wunsch. Der Wunsch ist nicht seit gestern, sondern seit den letzten, sage ich mal, 6 Jahren ist das in meinem Kopf drin. Irgendwann mal werde ich auch Wirt. So. Jetzt nicht direkt am Zapfahren, weil ich auch das nicht wirklich kann. Aber ich will ein ist ja auch eine super neue Idee, hat noch nie jemand probiert, eine Kneipe zu führen. Aber ich persönlich könnte das ja nicht. Aber mit Marco, mit einem Top-Gastronomen und Tamara, hätte ich wen im Hintergrund, die einfach wirklich von Anfang an alles richtig machen würden. Und ich würde die Fehler nicht machen, die andere machen, die einfach denken, du gehst da hin. Da geht es ja um viele Sachen. Traspasso, da geht es um wie mit den Getränkehändlern und so weiter und so weiter. Da gibt es ja viele Sachen zu erledigen. Die muss ich alle nicht erledigen, weil die weiß, Marco und Tamara, das ist deren Tagesgeschäft. Und dann soll die Kneipe vielleicht nächstes oder spätestens übernächstes Jahr, nachdem wir, was wir da umbautechnisch machen wollen, an den Start gehen. Ich kann es nicht mehr zurückhalten, ich muss es rausschreien. Emily wird mich umbringen, weil sie sagt immer nein und nein und nein. Aber das ist mein Projekt und ich will es einfach, dass es alle wissen. Leute, ich werde eine Location aufmachen, wo ihr alle sitzen könnt, wo sich alle treffen können, wo keine Party ist, kein DJ, kein Live-Gesang, keine Superstars auftreten, sondern wir treten da auf mit einem Bier, mit einem Kölsch, treffen uns, quatschen miteinander und haben einen Anlaufpunkt für Ballermann-Fans. Das heißt, sie wird auch am Ballermann aufgemacht. Sie wird am Ballermann. Wo sonst? Ich kann nirgendwo anders hingehen. Irgendwo zwischen, sagen wir mal, so im Epizentrum, zwischen 5 und 6. Ja. Wow. Ja. Oh, was steht denn da gerade leer? Oh, jetzt beginnt mein Hirn zu rotieren. Sag mal, ist es richtig, dass auch Knossi da irgendwie mit drin hängt? Auch Knossi. Jens Knossi Knossalla will auch. Wir wollen vieles gerade. Weil er auch die Insel wirklich sagenhaft liebt, auch natürlich mit 100.000 anderen Projekten unterwegs ist, aber auch durch die Midnight Lady jetzt nach Trinken ist auch Sport gemerkt hat, Mensch, wenn man mit der richtigen Produktionsfirma Extreme Sounds produziert, dann trägt einem der Song auch in Festivals durch Deutschland. Knossi war ja überall unterwegs bei sämtlichen Festivals und hat dann gemerkt, Mensch, die Midnight Lady grölt man hier, grölt man da, singt man hier mit, berührt man die Leute mit der Melodie. Da dann natürlich auch die Kombination Dieter Bohlen. Wir haben ja die Freigabe bekommen, aufgrund dessen, dass Felix Mein, der mein Musikmanagement macht, auch Dieter Bohlen vertritt. Aber dann natürlich mit dem Supertalent Dieter Bohlen in der Jury, Knossi moderiert das, war das natürlich noch gefestigter, dass dann Dieter gesagt hat, Mensch, ihr zwei Wahnsinnigen, macht das. Deswegen ist das gut so, dass ihr den Song performt. Und ja, Jens will noch mehr machen, will noch mehr auf der Insel sein. Ich weiß nicht, wie er das bei seinem Tempo, dass er da... Also allzu häufig war er dieses Jahr ja nicht da. Wie oft stand er auf der Bühne im Megapark? Oh, das war nicht so oft. Nee, ne? 5, 6 Mal vielleicht? Ja.
Er hat mir jetzt auch gefehlt im September und im Oktober. Es tut ihm auch wirklich weh, weil er das wirklich liebt. Er freut sich, wenn er da ist. Ist dann ja am Ballermann unterwegs. Liebt es hier Gas zu geben. Ja, ich hoffe, dass es nächstes Jahr mehr wird. Aber ich denke, jetzt wie auch Promi Big Brother, jetzt, der macht ja alles. Ich hätte dabei sein dürfen. Geht aber nicht. Weil bei Promi Big Brother? Ja, bei seinem Knossis Edition, so. Promi Big Brother Ding. Wo er auch, er ist ja wirklich Hans Dampf in allen Gassen. Medial gesehen gibt es ja keine Figur, die in den letzten, meines Erachtens, 2-3 Jahren alles nochmal so umgekrempelt hat, auf eine positive Art und Weise, weil er das, was er macht, liebt. Und auch wirklich, wie jetzt, ich mach Ballermann, am nächsten Tag jetzt fährt er, glaube ich, eine Atlantiküberquerung. Dann kommt er zurück, setzt sich in sein eigenes Promi-Big-Brother-Haus rein, geht dann wieder raus. Da kurz zuvor ruft er mich an. Digga, weißt du, wo ich bin? Ich bin am Klo. Sag ich, ja, wo denn? Bei Arnold Schwarzenegger. Sag ich, wo denn? Zu Hause. Dann zickt er mir. Du darfst nichts posten. Sag ich, Digga, ich poste gar nichts von dir. Klar poste ich das nicht. Sag ich, aber der ist so geil, herzlich, dass er einfach dann für eine Charity-Aktion, wo er selber sich da einkaufen musste, weil es auch für Kids dann geht, sitzt der einfach mal dazwischen bei Arnold Schwarzenegger und spielt Poker und das Ganze geht für einen guten Zweck weg. Irrer Typ. Einfach. Guter irrer Typ. Und mit diesem irren Typen hast du nun und mit Marco Gülpen zusammen beschlossen, eine Kneipe aufzumachen. Und nicht nur das, du wirst nicht nur Wirt, sondern womöglich auch noch Hotelier. Das ist das Thema mit Jens und auch mit Marco. Also die Kneipe bin ich jetzt wirklich mit Marco und Tamara dran. Emily natürlich auch, weil Emily und Tamara natürlich auch vom Style her, also mein Ding wäre, das alles so im Film von Ballermann 6 zu halten, in dem Retro-90er-Style. Da sind die natürlich, da haben die mehr drauf. Wenn ich das einrichten würde, wird das sehr komisch aussehen. Deswegen bin ich froh, dass Emily da Style und Klasse hat. Deswegen wird das auch gut werden mit Tamara zusammen. Also wir wollen das als Familienbetrieb beide machen. Und es passt auch alles so mit Tamara und Marco und mit uns als Familie einfach auch, weil wir uns privat sehr, sehr oft sehen, sehr, sehr oft essen gehen. Die Jungs können miteinander spielen. Also der Kleine von Tamara und Marco und unser Leo und bald der zweite Büffelmann. Also das ist alles harmonisch, aber ich will meine Idee, und das weiß jetzt Emily, halt 100% durchziehen. Und das andere Thema kam von Jens wirklich. Er sagte, boah, wir brauchen hier so ein Hotel. Stell dir das mal vor, wie das Savoy Hotel. Den Büffelbunker. Aber stell dir das mal vor, unten mit so einer geilen Bar. So Knossis Büffelherberge. Ja, der König lädt ein, da gibt es ja schon viele Namen im Kopf, die man dem geben könnte. Das ist natürlich noch schwerer zu finden. Und zu finanzieren als so eine Kneipe, so ein Hotel, dass du dann grundsanieren musst, die meisten. Aber auch dem Thema sind wir dran und sind wirklich aktiv dran. Nicht einfach nur, ich hau jetzt eine Story raus, dass Ingo morgen schreibt, Büffel macht ein Hotel auf mit Knossi, Name-Dropping, dass er viele Klickzahlen hat. Jeder weiß, dass ich kein Typ bin, der Klickzahlen sucht, sondern das sind Herzensangelegenheiten, die mich ja auch auf der Insel mit dem Umzug, dass wir hier jetzt das dritte Jahr leben, wirklich leben, Residenten sind, unsere Steuern hier bezahlen. Alles das, was wir hier machen, ist ja wirklich mallorquinisch und nicht, wir leben hier für ein paar Monate und hauen dann wieder ab. Sondern wir haben diesen ganzen Weg vollzogen. Ich habe jetzt meine Residentenkarte. Ich bin jetzt wirklich ein Mallorquiner. Also die Mallorquiner. Mensch, du darfst für ein Viertel des Preises fliegen nach Barcelona oder Madrid. Ja, zum Beispiel. Und du darfst momentan auch noch den Bus kostenlos nutzen. Ja. Ich kann das jetzt alles machen. Ich bin jetzt einfach wegen Mallorquiner. Und die Mallorquiner werden sich freuen. Ja gut, dass du da bist. Da freuen wir uns jetzt tierisch drauf. Aber es ist wirklich so, dass es, ich weiß nicht, guck mal, 45. In 5 Jahren, die Haut hängt noch mehr. Vielleicht will mich in 5 Jahren, die ganzen jungen Leute, die jetzt kommen, die wollen mich nicht mehr sehen. Dann will ich ein zweites Standbein, wo ich immer reinkommen kann und sagen kann, Mensch, das war ich mal früher, ich sehe jetzt nicht mehr ganz so aus, aber hier können wir uns nochmal treffen, ein paar Cocktails verkaufen, da ist immer nur eine kleine Einnahmequelle, die mit 50 vielleicht mich dann doch nochmal durch die Rente bringt. Gibt es bei dir auch irgendwie sowas wie ein Datum, wo du sagst, okay, und mit 50 mal Schluss, da habe ich doch alles erreicht, was ich will. Bestes Beispiel, Micky Krause, der hat, glaube ich, vor 10 Jahren gesagt, oh, jetzt machen wir ein bisschen ruhiger. Oh, das war dieses Jahr mal ein bisschen ruhiger. Oh, die Saison, jetzt gerade akut diese Saison. Ich mache nur 30 oder 35. Ich glaube, der hat auch wieder 70 Termine gemacht. 49 war es. So, egal, also er geht auch Vollgas. Und ich merke, ja, der brennt. Dann kommt er mitten in der Saison, quatschen wir miteinander, kommt die Idee rum.
von den Baseballs aus Berlin, die schicken uns, ich war gerade im Aqualand, Mickey auch gerade auf Mallorca unterwegs, ja, habt ihr Lust auf den Song Bock auf Bier, dann kommt Bock auf Bier, da mache ich eine Nummer mit Mickey Krause, das war mein größter Wunsch, ich hätte zwei Dinger, eins war Jürgen Drews, das habe ich leider nicht geschafft, aber mit Mickey Krause einen Song machen zu dürfen, macht mich halt unfassbar glücklich, weil er für mich alles das ist, was wir machen dürfen, ohne 10 nackte Friseusen damals, auch Olaf Henning, der auch bei der Hochzeitsfeier dabei war. Das sind halt so Namen, die haben das alles gegründet, was wir jetzt hier machen dürfen. Ohne die beiden damals, mit Raja Dalimonte, der auch dabei war, hätte es so eine Entwicklung nicht gegeben und mich vor allem nicht gegeben als Stimmungssänger. Und dann eine Nummer, wo Mickey selber auch noch dazu steht, die auch noch gut funktioniert, Bock auf Bier, jedes Mal. Ist natürlich ein Glücksgefühl, Ende der Saison nochmal einen Song raushauen zu dürfen. Das macht mich schon stolz. Es macht mich wirklich stolz, mit Mickey Krause eine amtliche Nummer zelebrieren zu dürfen. Und ihr wohnt gerade mal so 5 Kilometer Luftlinie ja. voneinander entfernt. Du bist in diesem Jahr umgezogen, hast es zumindest mehrfach versucht. Es gab, also ich glaube, nach Mallorca ziehen, das hat auch was mit Blut, Schweiß und Tränen zu tun, zumindest wenn man sich ein Haus kauft. Was ist euch da so widerfahren? Ja, also blauäugig, wie ich nicht sagen. Es waren ja schon viele Zeichen vorab, die uns gesagt haben, ja, kauft ihr ein Haus? Ja, wie sieht es mit der Feuchtigkeit aus? Wie sieht es hier aus? Fenster? So, dann hat das ja auch wieder alles das Brain der Büffelherde meiner Familie übernommen, nämlich Emily, Gott sei Dank, und hat ein Haus gefunden aus den 90er Jahren, das wirklich sehr solide dasteht, vor allem das Gemäuer, keine Feuchtigkeit. Wir können beide am Geruch schon erkennen, auch im Sommer, im Hochsommer, wenn ich reingehe, ich weiß, ein Haus ist feucht oder nicht. Und das ist das größte Problem, das du hier auf der Insel hast. Die meisten wohnen wirklich nur im Sommer hier und checken nicht, was im Haus im Winter passiert. Es wird feucht, es kommt schwarzer Schimmel. Das interessiert die meisten nicht, weil die mieten das ja nur für den Sommer an und sind im Winter weg. Wir sind aber jetzt schon den dritten Winter hier. Und deswegen wissen wir, du kannst dann deine Kinder nicht da drin wohnen lassen. Du musst das bearbeiten, auch wieder mit Chemikalien und so weiter. Das haben wir bei dem Haus, jetzt unserem Traumhaus, nicht. Und unser Traumhaus ist auch ein Haus und keine Finca und keine bombastische Villa, sondern ein Haus, wo jetzt wirklich 2 Kids wohnen können. Wir haben auch kein Gästezimmer mehr für alle, die jetzt nachdenken, nochmal zu uns zu kommen. Verflucht. Wir haben kein Gästezimmer mehr. Es ist aber trotzdem für uns genau richtig. Es ist genau bezahlbar gewesen, dass wir es uns leisten können. Wir verschulden uns nicht damit. Und wir haben umgebaut, mallorquinisch, und haben statt angedacht 4 Monate, so meinte er, ein Jahr jetzt gebraucht und sind leider noch immer nicht fertig und mussten eine zweite Firma jetzt nehmen, die ein Slowake und einen deutschen Bauträger in sich trägt, die uns das jetzt fertigstellen, weil die Mallorquiner das nicht gewuppt bekommen haben. Nö, das hat nicht gewuppt bekommen, aber der hat einfach 5, 6 Baustellen angenommen, zeitgleich, und hat dann viel hantiert mit größeren Baustellen, nicht so kleinen Baustellen, wie wir das hatten vermutlich. Und es ging dann halt elendlange für kleine Sachen, für Heizkörper, für Böden. Wir hatten bis zum Schluss jetzt keine Waschbecken und Türen. Das heißt, aber ihr habt da schon gewohnt? Die haben wir jetzt bekommen, aber es war halt einfach wirklich... Ja, wir haben auch alles gleich bezahlt. Das war auch ein großes Problem. Wir haben im Hättet Oktober ihr nicht begonnen. Tun sollen. Großer Fehler. Macht das nie da draußen, Leute. Wenn ihr baut, klar, ihr müsst denen zeigen, ihr seid solvent, ihr habt die Kohle, aber zahlt nicht alles. Wenn du alles bezahlst, ja, dann bist du hier, ja, freiwillig. Das fühlt sich dann ja eigentlich auch schon so an, wie die Arbeit ist bereits erledigt, wenn man das ja, ganze so ist Geld es auch. Hat. Und ich bin auch so ein Typ, ich bringe den täglich. Hier ein Kaffee con leche, ein Eis, alle die da waren. Weil du lebst ja auch wirklich jetzt ein Jahr zusammen. Wir waren jetzt den ganzen Sommer nicht im Pool. Das musst du dir mal reinziehen. Warum waren wir nicht im Pool? Weil du bist ja nicht, wenn jemand neben dir arbeitet, springst du in den Pool und sagst, hey Mensch, Digga, du machst hier das Haus fertig und ich schwimme ein bisschen neben dir. Das heißt, die waren bis 18 Uhr da und um 18 Uhr ging ich dann mit Leo ein bisschen rein. Aber dafür, dass du hier auf der Insel lebst, genau deswegen. Es ist heiß, du springst in den Pool, Mensch, geile Zeit. Das hatten wir den Sommer nicht. Hatten wir aber wirklich nicht. Also Emily war gar nicht im Pool. Gar nicht. Ach, weißt du was? Ich war auch nur 2-mal im Pool in diesem Jahr. Und das auch nur, weil meine Tochter unbedingt wollte. Also hier mal eine bedingungslose Solidarität von mir. Wir sollten mal noch, du musst ja gleich wieder in die Klinik fahren. Ja. Einmal würde ich gerne noch über musikalische Dinge mit dir reden hier in der Saison. Und das festgemacht an Personalien.
Es war ja im Mai, Juni drangen immer mehr Gerüchte durch, dass ein Riesenbäumchen Wechsel-Dich-Spielchen an der Playa stattfinden könnte. Mia Julia, Freundin von dir, würde womöglich wechseln in den Megapark. Was hast du erstmal gedacht, als du das zum ersten Mal gehört hast? Und ich denke mir, du wirst das vor Mai gehört haben. Generell finde ich, jede Kollegin, jeder Kollege muss für sich selber einschätzen können, wie er mit seiner Tätigkeit hier am Ballermann umgeht. So, ich selber, das weiß jeder, sehe mich als Stimmungssänger, als Partyclown und sehe mich mit großem Glück darin stehend im Megapark, so wie diese Saison 87 Mal darf ich auftreten. Großes Glück mit der für mich noch immer schönen, herzlichen, leichten, seichten Kunst zu singen, Stimmungsgesang, so viele Jobs machen zu dürfen. Das ist erstmal die Demut generell vor dem Job. So, das ist für mich meine Einschätzung. Das war ein wunderschönes Intro erstmal. Das ist wirklich so. Also das ist wirklich so, jeder, der mich kennt, weiß das und weiß, dass es nicht gegeben ist, mit dem Können, das ich habe, so viel arbeiten zu dürfen, so viel auf der Bühne sein zu dürfen. So, jetzt habe ich aber auch gute Songs, guten Produzenten, es hat sich alles eingespielt, Extreme Sounds haut mir Dinger raus, Midnight Lady, Bock auf Bier, jetzt habe ich noch eine geile Ballade zum Schluss machen dürfen. Also alles geil, alles großartig. Und dann gibt's halt andere Kollegen, die sehen ihr Business halt dann in der Richtung, da geht noch mehr. Da geht noch mehr als Ballermann, da geht noch mehr in Richtung größer, schneller, weiter. Ich gönne es jedem und jeder soll alles machen dürfen und soll überall stehen dürfen, auf jeder Bühne, auf jedem Festival und auf jedem Ding, was du auf der Bühne bespielen kannst. Aber Fakt ist trotzdem, dass der Ballermann halt die Legende an sich ist, generell, Laden für Laden, egal ob es der Bierkönig, Megapark, Bamboleo, Latino, wie diese Läden, selbst die EMK-Arena erfährt jetzt meines Erachtens auch einen Zulauf. Da merkst du, wenn du das ein paar Jahre durchhältst, hast du ein Stammpublikum. Und das Stammpublikum guckt deinen Weg. Und mein Weg hat jetzt das 19. Jahr. Die gucken mich vom kleinen Böffelmann, der es auszubilden, im Megapark begonnen hat. Dort täglich Freibier, solange die Welt sich dreht, bis 15 Uhr. Dann abends von 21 Uhr, bis der Stargast Jürgen Drews, Micky Krause kam, 2-3 Uhr früh. Und das weiß ich zu schätzen. Und ich könnte jetzt im Leben, fragst du jetzt mich, morgen kommt der Bierkönig und sagt, ich gebe dir das und du gehst dann darüber. Niemals. Ich würde im Leben... Naja, das geht ja auch nicht so richtig, weil du hast ja einen Dreijahresvertrag im Megapark unterschrieben. Und zwar bevor du wusstest, dass Mia Julia dort eventuell aufschlagen könnte. Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich war der Erste, der gleich Anfang der Saison und dann nach Hause gelaufen ist. Das war in der Zeit, da haben wir in der Familie Gülpen Wohnung leben dürfen an der Playa. Da haben wir noch einen Monat wegen Baustopp bei uns zu Hause an der Playa gewohnt. Ich bin nach Hause, bin rein, habe Emily angeguckt, sage Emily, drei Jahre. Mindestens, da waren es noch 65 Jobs Anfang der Saison, fix. Das muss ich an der Birne mal reinziehen. Du weißt schon, 3 Jahre lang wird es so weitergehen. Ungefähr. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sicherheit, die man da hat. Wir wohnen hier, ich habe die Sicherheit. Es wird erstmal unserer Familie in den nächsten 3 Jahren nichts Schlimmes passieren. Also nichts so, dass ich jetzt sagen muss, ich muss jetzt nochmal gucken. Vielleicht werden es ein paar weniger Jobs, aber ungefähr so wird es passieren. Und das meine ich damit. Es ist kein Geschleime. Demut, du musst wirklich froh sein, wenn du auch siehst, die Fluktuation von Influencern, Reality-Stars, alle, die da kommen, auf diese wunderschöne Insel und sich dann denken, Mensch, da steht so ein Typ, 2 Hörner auf dem Kopf, wo singt da Depp, Johnny Depp, kann ich auch, ich nehme das Mikro in die Hand, sind da so nur Idioten. Nee, Leute, so ist das nicht. Das ist eine Community, die wir haben, auf die ich sehr stolz bin. Und immer diese Sätze, Ballermann, ja, da sind nur Asoziale oder das meine und wird nur gesoffen oder wird das noch gemacht. Hört einfach auf damit, wenn ihr den Ballermann nicht wollt oder das nicht wollt, wie wir uns hier feiern, gegenseitig feiern, uns definitiv den ein oder anderen Cocktail auch mal in die Rüstung reinrömern, weil das Leben auch da draußen sehr wild ist und man vielleicht auch den Urlaub braucht, um mal 3-4 Tage mal Gas zu geben, heißt das nicht, dass hier nur Idioten sind. Und das war ja auch alles so gar nicht meine Frage. Ich komme jetzt auf den Punkt zurück. Wenn jetzt jemand wechseln will und dahin wechseln will und da einen Transfermarkt bestimmt und da nochmal Ende der Saison erklären muss, ist es alles so wichtig um meine Person herum, weil ich von A nach B wechsle, sag ich dir, und jetzt kommt der Satz, wo ich die ganze Zeit hin will, deswegen die Dramaturgie und das Drama vorab. Der Laden, und das ist wirklich so, Ballermann, das ist das Wichtige.
Und dass wir das zelebrieren dürfen zusammen, ist eine Kommunikation aus den Gästen, definitiv den Songs, der Produktion, meiner, der es interpretiert, aber ganz wichtig, der Laden, der da, wie der Megapark so lange steht, der Bierkönig, der da so lange steht, das Bamboleo, das da so lange steht. Und da sollte man sich einfach wirklich einfach nur überlegen, welcher Grund ist es? Kriege ich wirklich die paar Tausend mehr oder nicht? Oder bin ich einfach wirklich, so wie in meinem Fall, 19 Jahre in einem Betrieb, die mir alles ermöglichen, ich am Flughafen hänge mit meinem, so wie ich das sage, komischen Gesicht und den Hörnern an der Playa überall hängen darf und aber nicht mehr froh bin, Mensch, so ist es. Und deswegen mache ich keinen Wind darum, um meine Person zu stark, weil ich habe genug Werbung, das ist alles top, schön und ich kann es jeder Kollegin, Kollegen aber nur raten, nach der Saison, macht es, dann sagt es auch einfach, was los ist. Ihr wechselt nicht, Gerüchte hin oder her. Es ist auch Presse. Ich spreche ja gerade mit dem Richtigen. Du weißt das Geschäft, wie es funktioniert, wie man Presse macht, wie man keine Presse macht. Vielleicht ist es auch besser, wenn man mehr Presse macht und so ein Riesendrama um sich überall macht. Ich nicht. Ich muss dir da mal an dieser Stelle sagen, wenn man dieses Drama selber forciert oder es nicht tut, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Beispiel Easy Glück hat ein Drama in der letzten Woche forciert, was so als Knallfrosch wahrscheinlich in die Geschichte des Ballermanns eingehen wird. Statt knallhartes Auspacken gibt es ein Album von Easy, gönnen wir die ja alle. Aber wir saßen ja gerade mit Holger Hübner zusammen und die Frage ist, wer braucht am Ballermann eigentlich noch ein Album? Du hast ja selber keins, Mia hat schon mehrere veröffentlicht, aber das ist so eine Entscheidung, die jeder für sich selber tragen sollte. Andere werden quasi dazu genötigt, was sagen zu müssen. Und in diesem Fall waren es Mia, Julia und Peter Brückner, die ich dann im Sommer tatsächlich mal angeschrieben habe und gesagt, sag mal, was ist jetzt eigentlich mit dem Wechsel? Und die fanden das, glaube ich, nicht so geil, dass sie darauf angesprochen worden sind. Die Gerüchte gehen hin und her. Ich wollte von dir den aktuellen Stand der Gerüchte quasi herauskitzeln. Aber sie wird rocken. Sie wird da rocken und hier rocken. Mia rockt das überall. Also sie würde, also ich glaube, ich weiß nicht, die Entwicklung, da würde es man vielleicht mal sehen, dieses frühere, man darf nur im Bierkönig kultig feiern, weil da ist der echte Ballermann. Im Megapark ist kein echter Ballermann. So, jetzt sitzt einer hier, der 19 Jahre die Entwicklung von allem mitbekommen hat. Ich habe es damals nicht verstanden, verstehe es bis heute nicht, weil jeder soll doch da feiern dürfen und kultig finden, was er kultig findet. Es gibt doch keinen, der vorgeben darf, du darfst nur um 15 Uhr im Bamboleo stehen, weil da ist es am kultigsten. Und wenn du aber um 15 Uhr im Megapark stehst, ist es nicht kultig. Oder wenn du um 15 Uhr im Bierkönig stehst, ist es nicht kultig. Oder auch dann Fotos zu machen, in der Location ist es hier kultiger, weil es da leerer und da voller ist. Und Leute, seit an Ende März bis jetzt war die Bude im Megapark bumsvoll. Es gibt natürlich am Tag mal ein paar Momente, wo vielleicht ein Laden nicht so voll ist. Aber warum diskutiert man bei einem Begriff feiern, Leben feiern, die Worte oder die Lokalitäten so sehr, da war weniger mehr, da war mehr, da war da. Mich interessiert das nicht, sondern es geht doch darum, ich bewege mich am Ballermann, trink ein Bier im Bamboleo, gerne, und ich gehe jeden Tag nur daran, dann sei es dir doch gegönnt. Aber doch, muss doch nicht dann jedem erzählen, ja, warum gehst du denn dahin? Ja, warum nicht? Leute, das ist doch vollkommen wurscht, wo du hingehst. Es ist wurscht. Naja, es gibt dann halt wirklich Fanatiker, wo, sagen wir mal, der Mikrokosmos die größere Rolle spielt, wie ich gehe nur noch in die Latino-Bar, weil der Bierkönig ist ja nicht mehr so schön wie vor Corona. Beispiel. Ne? Aber übergeordnet ist das Wort Ballermann. Und das steht doch über jeder einzelnen Location. Du kannst so wie Carlos das Sommerland aufmachen und kannst in einer Saison etwas schaffen, dass alle da gern hingehen. Gratulation. Ja. Da muss ich doch keine Geschichten erzählen. Ja, aber da ist mehr los. Dann gibt es das Deutsche Eck. Eine Institution, dieses Jahr 20 Jahre. Ich durfte zur Geburtstagsfeier. Micha, Feli, kommst du rum? Ich war da. Ich habe da wirklich, jetzt in meinen 19 Jahren, ich kenne den Micha auch schon so lange, mich so gefreut. Mensch, ihr schafft es 20 Jahre. Hier gehen die Leute frühstücken. Hier haben sich so viele Leute kennengelernt, die haben sich verliebt. Danach sind Kinder entstanden. Das passiert aber auch im Bamboleo oder passiert auch im Latino und passiert vermutlich seit diesem Jahr im Sommerland. Und das ist für mich so dieses, dass ein Gastronom darüber hinter verschlossenen Türen diskutiert, wie viele Umsätze werden gemacht. Das ist doch logisch. Die wollen Geld verdienen. Aber der
der Ballermann-Gast, die Ballerina, die Ballermänner, die kommen doch hier hin, um zu feiern. Und dieses Ultra-Thema, da kann ich mich gerne mal an die Playa mit dir setzen und aber mit solchen Ultras, die sollen mir das mal erklären. Die sollen mir erklären, was ist der Bierkönig, der Megapark, das Bamboleo, das Latino, die EMK-Arena. Wenn ich den Aurelius in dem vorletzten höre, in dem vorletzten Podcast, ist ja auch so ein Ur-Ballermann-Fan, der geht auch gerne in die EMK-Arena. Ja, ist doch geil. Er legt da sogar auf. So. Und jetzt erklär mir mal das Problem. Es gibt doch gar kein Problem. Du kannst doch an jeder Ecke den Ballermann feiern für dich selber. Okay, einen habe ich noch und dann musst du in die Klinik. Ja. Diese Saison, inwiefern war die besonders oder anders als die vorhergehenden? Kann man das so bewerten? Das Neue, für mich verändert sich der Ballermann wirklich alle paar Jahre wirklich neu. Das war mit Palma Beach, da war so eine Neuerung, jetzt muss alles edler werden. Das wurde auch meines Erachtens mega stark bei den Hotels umgesetzt. Das ist auch was Großartiges, dass Hotels schöner werden, weil man auch schöner lebt, schöner schläft, seinen Urlaub verbringt. Dann kam halt mal auch die Musik, die hat sich auch immer wieder jedes Jahr wieder verändert. Elektro-Einflüsse, dann wieder raus. Dann jetzt Fußballsongs, dann wieder raus. Das ist ja jedes Jahr das Gleiche, dass sich irgendwie musikalisch was verändert. Nur in diesem Jahr finde ich, dass die neue Generation, die Nach-Corona-Generation, den Ballermann neu entdeckt hat, das letzte Jahr gebraucht hatte, um zu verstehen, so tickt der Ballermann. Und in diesem Jahr kommen Leute, die sagen, Büffel, ist hart, ne, mit 45. Du bist eine Legende. Ich habe dich das letzte Jahr zum ersten Mal gesehen. Ich bin zum zweiten Mal hier. Es ist großartig. Daneben stehen aber Leute, die sind hier schon über 20 Jahre. Und nach meinem Auftritt stehen dieses Pärchen mit diesen Jungen zusammen und Römern lackieren sich denn, ne? Und wo ich mir mal denke, das ist dieses Jahr zum ersten Jahr, wo die neu angekommen sind und den Ballermann jetzt gleich wieder umdrehen wollten, ja, wo er wieder hier pinkelt vom Balkon, Inselverbot, pinkelt vor der Haustür, Inselverbot. Es waren ja wirklich viele Schreckenssachen auch, die nicht schön sind, für die du auch nicht schönreden kannst. Solche Leute nehmen raus. Jetzt erzählst du mir gerade vorhin mit Rumbombe, Bierkrug, nehmen raus, tschüss. Aber auch gleich zum Flughafen und er soll dann gehen. Wenn du sowas magst oder wenn ich jemanden nicht mag, kann doch nicht in meiner Intention liegen, einen Bierkrug zu nehmen und den zu schmeißen. Da musst du gehen. Da gehst du auch in München, dann am Oktober, da gehst du überall, gehst du. Das hat ja nichts mit dem Ballermann zu tun. Nur, da bin ich jetzt nochmal beim Punkt der medialen Ausschlachtung, dann pinkelt er vom Balkon. Das Schlimmste, was überhaupt, also da frühstücken Leute und er pinkelt runter. Was ist das für ein Typ? Okay, dann war das eine Woche. Dann war aber die zweite Woche, war es auch noch in der Presse. Und wenn dann die dritte Woche anfängt und du diskutierst noch immer rum, dass ein Typ von den Millionen Menschen, die hier hinkommen, runterpinkelt, ist es schon wichtig, es zu erklären, als wirklich als Stopp für alle. Aber dann war ja für alle Medien, Investigativ, Stern und überall alles, Spiegel, alle, nur mehr, es ist alles asozial. Und das wird dem dann nicht mehr gerecht, was hier auch Gutes auf der Insel passiert. Du, das Interessante ist, diese Geschichte hätte ich fast verdrängt, weil es so viele andere gab, die diese Geschichte quasi erdrückt haben. Deutscher klaut Radlager, Essener verprügeln, Polizisten. Ja, das war auch Deutscher schlimm. Fällt aus Balkonfenster und schlägt sich die Zähne auf, gefilmt von, weiß ich nicht, Dutzenden von Schaulustigen. Da wo Alkohol im Spiel ist, da gibt's auch einen gewissen Schwund. Und da spricht einer, der natürlich mit seinen Songs dem Ganzen frönt, dem Ganzen natürlich den ganzen Abend die Power gibt, sauft noch mehr, seid noch mehr dabei. Deswegen ist ja mein Lehrauftrag nicht gegeben. Ich weiß auch nicht, wie meine Jungs in ein paar Jahren reagieren, wenn die sagen, Vater, da bist du an der Playa losgezogen, hast zwei Hörner aufgehabt. Dein Motto ist, wir saufen uns den Büffel schön. Ist das gut oder ist das nicht gut? Das kannst du dir teilweise natürlich bei solchen Schreckensmeldungen nicht schönreden. Aber Fakt ist auch, es gibt auch genügend andere Schreckensmeldungen in der Welt, wo ich natürlich auch Menschen verstehe, die sagen, so, ich will jetzt mein Handy 4 Tage dazu genießen, mit meinen Jungs Dampf rauszulassen. Und wenn du den Dampf nicht mehr rauslässt, aus all dem, was in der Welt so passiert, dann weiß ich nicht, was dann passiert. Wenn wir alle aufhören zu feiern, wenn wir alle nur mal zu Hause bleiben, wenn jeder nur mal seinen Sitzkreis macht und weltpolitisch jeden Tag alles bespricht, wenn wir das die ganze Zeit machen, denkst du, die Welt wird dann besser? Denkst du, es geht dann ein Stückchen weiter mit uns, wenn die Energie, vor allem der Jugend, nicht rausgelassen wird? Wenn ich 16, 17, 18,
dran denke, wie wir da unterwegs waren, gab es diese Handysituation nicht, dieses Aufnehmen nicht, dieses andauernde Reizüberfluten, jedem erklären zu müssen, ich stelle mich da, ich stelle mich auch die ganze Zeit da mit Videos, wo ich mich selber filme. Ich bin halt privat als Stefan nicht im Internet, aber ich bin als Lorenz Büffel bei Instagram, bei Facebook, bei TikTok und teile mich der Welt mit. Nur ich finde dieses Erdige, sich einen reinzurömern mit seinem Fußballverein, das braucht der Fußballverein, auch zur Gemeinschaft. Dieses ganze Ehrenamt, Feuerwehrvereine, Schützenvereine, die wir alle hier haben, die brauchen das. Zusammenhalt. Und da sind wir jetzt in der Diskussion, die kannst du ewig führen, ist der Beruf des Stimmungssängers in unserer Zeit mit diesen Schreckensmeldungen gerechtfertigt, soll man das weiter schüren? Eine Mallorquinerin, die direkt an El Arenal ihr Leben lang wohnt und wo ihr Leben lang irgendwie vor die Tür gepinkelt wird, sagt natürlich, super, danke, dass wir Lorenz Büffel haben, danke, dass er singt, Bock auf Bier, danke, dass du da bist, danke, dass du das machst, Felicitation, danke, jetzt wohnst du noch auf der Insel, bist Resident, muchas gracias, dass wir dich hier haben. Aber jemand, der jung ist, der hier einen Job hat, der hier arbeitet, der hier Geld verdient damit, sagt, mega, ich habe einen Job. Die Diskussion kannst du ewig weiterführen und du wirst zum Schluss immer noch sagen, ja, der Ballermann ist halt assi, der Ballermann ist primitiv, der Ballermann ist Ballermann 6, der Film und so weiter und so fort. Ich sehe viele, viele herzliche Sachen, die hier passieren und deswegen stehe ich dazu und mich kann jeder gerne anrufen und nochmal so eine Runde reinladen, wenn es darum geht, über dieses eine Thema, das mich nervt, wo feiert man, wo darf man nur feiern, dass man den kultigen Ballermann feiert. Das kann ich jetzt mit meinen 19 Jahren wirklich berichten. Und hört auf, wie man so eine Partei, mich nervt das, wirklich. Wir haben jetzt so viel über Bier gesprochen. Ja. Sag mal, gibt es immer noch Wetttrinken bei dir auf der Bühne mit 0,0% Alkohol? Ego, ich hab dir doch gesagt, du sollst das nicht erzählen. Was ist denn hier los? Was ist denn mit dem Bier los? Ja, es ist auch wurscht, weil ich es jetzt schon ein paar Mal erzählt habe. Und es tut mir auch leid, die ganzen letzten Jahre. Es ist halt leider so, auf der Bühne und auch in Deutschland und überall, du kannst ja diese raue Menge von Jobs, die ich abarbeiten darf, nicht mit Alkohol schaffen. Und deswegen jede Beate, die harte, es tut mir leid, ich sag's jetzt raus, ich habe dich belogen, du hast nie Alkohol getrunken auf der Bühne, es ist immer 0,0. Nicht mal der Gast hat Alkohol getrunken, nein, das ist ja schon mies. Es geht halt nicht anders und ich bin auch da, nach was ich seit Leo da ist, wenn mal jemand kommt und mir dann sagt, boah, du Assi, du hast ein Kind, du gehst auf die Bühne, du frönst hier den Ballermann, kann ich ihm freien Herzens sagen, Digga, und ich mache das Ganze voller Spaß und Überzeugung ohne Alkohol. Und die Beate, die du gerade verteufelst auf der Bühne, hat auch keinen Alkohol getrunken und wir hatten trotzdem Spaß. Und die ganze Menge ist abgegangen. So, und jetzt ab in die Klinik. Alles Gute euch und liebe Grüße an Emily. Muchas gracias.